das ist eine sehr ungünstige Strategie, weil man in dem Augenblick, wo Menschen einander nicht mehr begegnen und die Erfahrung, die sie haben und das Wissen und das Können, was sie besitzen, austauschen, es keine Weiterentwicklung mehr gibt. Diese einmal entstandenen Haltungen, mit denen wir jetzt alle herumlaufen, die durch diese Erfahrung entstanden sind, die bestimmen jetzt eigentlich das ganze Verhalten, auch das Denken. Ob Sie ein Mensch sind, der sich mit dieser Welt verbunden fühlt, das ist eine Einstellung. Ob Sie jemand sind, der gern auf andere zugeht und mit denen in Austausch geht, das ist eine innere Einstellung. Und wenn das jemand nicht gerne tut, dann heißt das nichts anderes, als dass der unterwegs Erfahrungen gemacht hat, die ihm wehgetan haben, und deshalb traut er sich nicht. Deshalb hat er in sich einen Schutz entwickelt, um sich vor solchen ungünstigen Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen in Sicherheit zu bringen. Und das ist dann Ablehnung, das ist auch Abwertung des anderen, das ist sich nicht einlassen auf den anderen, das ist den anderen einsortieren in irgendwelche Kategorien. Auf diese Weise bringen wir es alle fertig, mit dem anderen in keine Begegnung zu kommen, sondern ihn irgendwie als Objekt unserer Bewertungen zu nutzen. Das ist eine sehr ungünstige Strategie, weil man in dem Augenblick, wo Menschen einander nicht mehr begegnen und die Erfahrung, die sie haben und das Wissen und das Können, was sie besitzen, austauschen, es keine Weiterentwicklung mehr gibt. Das braucht man ja, diesen Austausch braucht man ja, damit das Ganze ein koevolutiver Prozess werden kann. Und auch für diese ko-kreativen Leistungen bräuchten wir eine Art des Austausches, die anders sein müsste als das, was wir im Augenblick miteinander haben.